Herzlich willkommen zurück, meine Abenteurer. Wir werden jetzt gemeinsam mal schauen, was uns hinter dieser Türe erwartet. Es muss doch hier irgendwo sein, verdammt. Aber der Burgwächter sagt, er hat es nicht. Sei still, da ist Geron. Wenn der uns belauscht. Dann erfahren wir vielleicht irgendwas. Was haben wir denn? Okay, gib uns das zurück. Sei so nett. Hast du noch nicht genug Schlamm gefressen, Vogelfänger? Soll Ulfried dir noch einen Nachschlag besorgen? Nein. Nein, danke. Was kann ich dann für dich tun, mein Freund? Gib mir mein Eichenblatt zurück. Gib mir mein Eichenblatt zurück. Sonst? Sonst verfluche ich den Fleischkloß, dass ihm alle Zähne ausfallen. Was habe ich dir gesagt, Olgierd? Halt den Mund, Ulfried. Verschwinde endlich, Hexenbalg. Wir wollen dich in Andergast nicht mehr sehen. Dich und deinen Fluch, der uns alle ins Unglück reißen wird. Ihr und euer Aberglaube. Es ist Prophezeit. Okay, was ist denn Olga denn die Nostrian? Du bist den Nostrian doch Spinnefeind. Warum nimmst du überhaupt an einem Wettstreit zu Ehren ihrer Königin teil? Ich mache das nicht für diese Nostria-Metze, sondern für mich. Mit diesem Pack wird es niemals Frieden geben. Ein Bündnis zwischen Andergast und Nostria, das wäre so natürlich wie, wie ein fliegender Frosch. Geistreich. Das ist sehr natürlich. Wenn man den durch die Luft wirft, dann fliegt er. Mein Eichenblatt hilft euch doch gar nicht weiter. Du hast Messing, Olgierd, ich habe Kupfer. Ja und? Das reicht schon mal, damit du den Sieg nicht einheimsen kannst. Das wäre das Ende vom schönen Andergast. Dann würde uns der Schweinerotz bis zum Hals stehen. Blödsinn. Es wäre das Ende von eurem abergläubischen Geschwätz. Oh, das Hexenbalg will sich also beweisen. Du bist doch nur ein Vogelfänger. Ja, und? Hau bloß ab. Dann halt nicht. Was haben wir denn noch? Ein Pflock. Ich bin allmählich zu alt für solche Streiche. Dann halt nicht. Und wenn nun ein Karrenrad dagegen kommt? Aber solange die Fässer lediglich in unser Haus krachen, stört das vermutlich niemanden. Okay. Ein einziges Seil für all diese Fässer. Okay, das wird uns sicher auch noch später nützlich sein. Jetzt gehen wir mal da rein. Wir können sogar rein. Also, der Burgwächter sagt, er hat es nicht. Wie war nochmal der Rätselspruch, Olgierd? Ach, kannst du dir denn gar nichts merken? Der Wächter vor der Burg, der hat ein Hemd und eine Hose. Und in einem von beidem, da hat er ein Blatt. Ein Blatt? Ja, aber er schwört bei Praios, dass er es nicht hat. Lass mich nachdenken. Okay. Ich bin allmählich zu alt für solche Streiche. Naja, ich weiß zumindest, wo es das Blatt gibt. Das habe ich ja schon vorher rausgekriegt. Meinem ersten Versuch der Aufnahme. Aber wir schauen uns jetzt erstmal hier hinten um. Tag, Schmied. Verschwinde, Vogelfänger. Ich habe viel zu tun. Außerdem setzen in deiner Nähe meine besten Klingenrost an. Okay, was gehst du denn zu tun? Was hast du denn zu tun? Stellst dich ein bisschen dumm, was? Ich bin Schmied. Wir haben hier bald ein Ritterturnier. Wer wird wohl die Rüstungen ausbeulen, die Lanzen polieren und die Schwerter schleifen? Hm? Jemand, der das kann. Ach, halt's Maul! Naja, wir sind auch nicht gerade, aber der ist auch nicht zu uns, also von dem her dürfen wir frech sein. Was denkst du? Wer hat die besten Aussichten bei dem Turnier? Mir egal. Hauptsache, die Ritter bezahlen ordentlich für meine Arbeit. Dieses Jahr fehlt sowieso der Beste von allen. Da ist die Tornei für die Katz. Wer soll das denn sein? Ritter Bogumil Zornbeut natürlich. Kenn ich nicht. Schlimm genug. Okay, was haben wir noch? Was bekommt wohl der Sieger der Eichblattqueste? Was fragst du mich? Wahrscheinlich den Ritterschlag. Meinst du wirklich? Wenn du gewinnst, hoffe ich mal nicht. Wir werden ja sehen. Na, wie das ja nett so. Schön weiterschleifen. Halt den Schnabel. Dann schauen wir noch bei ihm mal vorbei, bevor wir... Tag, Andros. Redest du immer noch nicht mit mir? Dachte ich mir. Okay. Dann gehen wir mal zu Hilda. Hallo, Geron. Hast du schon eine Lerche für mich gefangen? Nein, noch nicht. Ach, Geron, ich habe das Gefühl, du strengst dich gar nicht richtig für mich an.
Unsinn. Es ist einfach nicht die Zeit für Lerchen. Kannst mir ja viel erzählen. Was willst du überhaupt mit einer Lerche? Sie soll für mich singen, was sonst? Natürlich. Yeah, singen. Was haben wir denn? Ein Lostopf. Was ist denn in dem großen Topf? Eicheln. Für die Schweine? Nein, das sind Lose. Für den Jahrmarkt. Zu Ehren der Königin von Nostria. Einmal ziehen kostet einen Kreuzer. Und was gibt es zu gewinnen? Ich habe hier noch die Strohpuppe, das Fläschchen Pflaumenschnaps und den Käseleib. Der Sieger darf sich seinen Gewinn selbst aussuchen. Ja, dann machen wir mit. Ich will ein Los ziehen. Ach, Geron, bist du dir da sicher? Bei deinem Glück wird das doch sowieso nichts. Fang du nicht auch noch so an. Hier hast du deinen Kreuzer. Mist. Sei so gut und leg die Eichel hier in die Schachtel. Und guck nicht so. Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Ja, nett. Gewinnspiel. Hat denn überhaupt schon mal jemand gewonnen? Natürlich. Denkst du, ich betrüge? Schau, ich lege jede gezogene Eichel in diese Schachtel. Auf die Gewinnereicheln habe ich kleine Muster gemalt. Und wie du siehst, ist schon ein Gewinn los in der Schachtel. Es hat also schon mal jemand gewonnen. Ist ja schon gut. Das müssen wir doch eigentlich erfüllen. Okay, was haben wir denn noch? Trubel um das Volksfest. Hier ist schon einiges los, nicht wahr? Ja. Ist das nicht großartig? Und das ist erst der Anfang. All die fremden Menschen, die wunderbare Musik. Endlich kommt das Leben mal nach Andergast. Aber hast du schon von der Magistra Dorota gehört? Die Alte? Die aussieht wie ihr Zauberstab? Sei nicht so spöttisch, sie ist tot. Tot? Die Augen ausgerissen. Genau wie bei Ritter Olderich. Sonderbar. Ja. Ist echt sonderbar. Ach, der Spielmann ist wundervoll, findest du nicht? Ja, erzähl uns mal dazu. Gefällt dir die Musik? Ja, ich höre schon die ganze Zeit zu. Ich würde so gern noch näher zum Musiker gehen und ihm beim Spielen zusehen. Aber leider muss ich hier bleiben und auf die Lose aufpassen. Ach, würde er nur das Lied von der Bärenbraut spielen. Dann könnte auch ich mich nicht mehr zusammenreißen. Okay, was ist das? Was ist so Besonderes an diesem Bärenlied? Ach, Geron, es ist so schön. Da wird einem alles andere unwichtig. Du musst es schon selbst hören, um zu verstehen, was ich meine. Okay, das kriegen wir hin. Was ist denn der Preis? Was meinst du, bekommt der Gewinner des Wettbewerbs? Ich schätze, der Sieger bekommt ein Lob vom König und darf sich mit einer Medaille brüsten. Das war's? Wieso? Machst du etwa mit? Warum nicht? Ach, Geron, du lässt dich nicht unterkriegen, hm? Ja, Ende. Mach's gut, Hilda. Bis dann. Und denk an die Lerche. Dann gehen wir doch mal zum Spielmann. Vielleicht kriegen wir ihn ja dazu, dass er Hilda spielt. Seid gegrüßt, Spielmann. Wie ist euer Name? Mein Name ist Fredhelm. Was willst du? Fredhelm? Etwa Broderick Fredhelm? Nein, leider nicht. Einfach Fredhelm. Aber sag du zu mir. Also, was ist nun? Hast du etwas auszusetzen? Nö, aber ich hätte gern ein anderes Lied. Ein schönes Lied. Hildas Lied. Wünschen. Kannst du auch etwas anderes spielen? Gefällt dir meine Musik nicht? Doch, doch. Ich würde nur gern ein bestimmtes Lied hören. Das Lied von der Bärenbraut. Das habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Kann es nicht ein anderes Lied sein? Nein. Ermutige natürlich. Das schaffst du schon, Fredhelm. Die Leute hier merken sowieso nicht, wenn ein paar Noten nicht stimmen. Also gut. Und schön laut bitte, damit man dich auf dem ganzen Markt hören kann. Ist recht. Ein Wunschlied für den Vogelfänger hier. Was? Pass bloß auf, Musikus. Wenn der Vogelfänger sich was wünscht, geht meistens was zu Bruch. Kannst es nicht wissen, aber das stürzt uns alle noch ins Unglück. Mach Hör gar nicht hin, spiel einfach. Lüg doch nicht so rum. Wir wollen doch nur an die Lose kommen. Die gezogenen Lose. Ah, diese Eichel hat ein Muster. Tja. Hilda ist unvorsichtig wie immer. Ihre Schatulle hat nicht einmal einen Verschluss. Wenn überhaupt, sollte ich etwas stehlen, das nicht direkt vor ihrer Nase steht. Oha. Wenn überhaupt, sollte ich etwas stehlen. Wenn überhaupt, sollte ich etwas stehlen. Wir wollten ja nichts stehlen. Jetzt wollen wir ein neues Lied, damit wir uns
Friedhelm? Was holen? Ja. Ich möchte ein anderes Lied. Du kannst jetzt wieder... Willst du mich auf den Arm nehmen? Ich dachte nur, etwas Lustiges, Fröhliches wäre zur Abwechslung nicht schlecht. Ein Trinklied vielleicht. Also gut, meinetwegen. Aber dann ist Schluss mit deinen Wünschen. Ja, vielleicht. Aber ich will noch was zu seiner Musik... Friedhelm? Ja? Karriere wissen. Wo hast du gelernt, auf der Fiedel zu spielen? Das habe ich mir selbst beigebracht. Als kleiner Junge habe ich den fahrenden Spielleuten immer genau auf die Finger geschaut. Und das war alles? Nein. Ich habe mir die Saiten und Bünde mit Kohle auf ein Brett gemalt und jeden Tag die Griffe geübt. Die Musik habe ich mir einfach vorgestellt. Irgendwann bin ich zu einer echten Fiedel gekommen, sozusagen. Und seitdem reise ich als Fiedelspieler durch die Lande. Ja, da hat aber einiges gleich. Naja, egal, Ende. Ich lasse dich mal wieder fiedeln. Wir holen uns jetzt erst einmal einen Preis. Ach, Geron, was für ein wunderschönes Lied. Warum spielst du nicht mehr auf der Flöte? Ich ließe dich auch jeden Abend vor meinem Fenster proben. Sie hat schon sehr viel Interesse an uns. Eher schneide ich mir die Ohren ab, als mir das Gejaule anzutun. Ich denke darüber nach. Okay, wir wollen noch ein Los. Ich will noch einmal ziehen. Jetzt wird es bestimmt etwas. Nein, du verschleuderst nur dein ganzes Geld. Und lass auch die anderen mal. Ich sehe hier keine anderen. Und jetzt nimm bitte den Kreuzer. Na schön. Du willst es ja nicht anders. Ganz genau. Und jetzt mit dem Gewinn austauschen. Hier, voll böse, ich habe gewonnen. Pah, Hexerei. Herzlichen Glückwunsch, Geron. Welchen Preis hättest du denn gern? Ich hätte gerne den Pflaumenschnaps. Weil Gib wir den mir noch den brauchen. Pflaumenschnaps. Bitte sehr. Falls du doch etwas anderes willst, kannst du es später noch umtauschen. Okay. Warte mal, was ich gerne wissen würde, will man dem den Kreuzer geben? Kann man das? Andraus nimmt keine Almosen von mir. Er fürchtet einen Fluch. Oha, jetzt wollten wir mal nett sein zu anderen Menschen. Okay, wir wissen ja... Wir gehen noch nach vorne. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber wir gehen erstmal nicht hier vorne. Schauen uns hier noch ein bisschen um. Was haben wir denn hier? Nichts. Oh. Nein, war doch gar nicht. So, dann lass uns doch noch mit dem Haushofmeister reden. Du schon wieder? Ja, wir wollen uns erstmal beschweren. Olgiert von den Färbern hat meine Eichenblätter gestohlen. Was kümmert es mich, wenn du deine Blätter verlierst? Es ist eine Ungerechtigkeit. Sie waren in der Überzahl. Jeder lernt diese Lektion früher oder später. Ich brauche keine Lektionen. Ich bekomme es schon irgendwie wieder. Ja, glaube ich auch. Wie lautet das Rätsel für das letzte Eichenblatt? Das Rätsel für das vierte Eichenblatt ist gerade richtig für dich. Die Säue am Nordtor sind seltsame Tiere. Die Eicheln fressen sie auf, aber die Blätter, die fressen sie nicht. Säue am Nordtor, Eicheln, keine Blätter. Klingt leicht, aber wieso ist das Rätsel genau etwas für mich? Spute dich lieber, bevor ein anderer gewinnt. Ja, du, wir gewinnen natürlich. Preis. Welcher Preis winkt noch gleich dem Sieger? Der Sieger wird vom König selbst geehrt. Was genau bedeutet das? Scher dich fort, wenn du das nicht zu schätzen weißt. Unwürdiges Pack. Ja, dann gehen wir Ich halt komme wieder. So, und wo wir das vierte Eichenblatt finden, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss.